Haben Sie ein Konto im Ausland? In der Schweiz, in Dubai, in Aserbaidschan oder auf den Bahamas? Und das weiß sonst niemand außer Ihnen? Nicht ganz. Das Finanzamt weiß das jetzt auch. Es gibt ein neues Gesetz und ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich nehme Sie heute wieder mit in unser Studio auf der Terrasse bei uns in der Kruppstraße in der Kanzlei. Und nicht wundern, wenn Sie im Hintergrund sowas hören wie Grillen, Vögel, Flugzeuge fliegen mittlerweile auch wieder. Wir knöpfen uns auf jeden Fall heute das neue Gesetz vor, mit dem das Finanzamt direkte Informationen über die Auslandskonten bekommt, die wir bei der Steuererklärung in Deutschland angeben müssten. Das neue Gesetz hat natürlich keinen einfachen Namen. Ich lese das mal vor. Das nennt sich FK-AustG. Das ist eine Abkürzung für Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz. So heißt das Ding. Ich habe die Information vom Bundesfinanzminister zu diesem Gesetz auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie es in Ruhe nachlesen. Das ist ein sogenanntes BMF-Schreiben. BMF-Schreiben heißt Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Das Ding ist vom 1. Juli 2020 und darin listet der Bundesfinanzminister ganz genau auf, wie das denn jetzt ist mit diesem neuen Informationsaustauschgesetz über die Finanzkonten. Ja gut, ich habe so ein Konto im Ausland und ich habe es vielleicht in der Vergangenheit nicht unbedingt bei meiner Steuererklärung angegeben. Warum sollte ich das ausgerechnet jetzt machen? Der Grund ist, dass es eben dieses neue Gesetz gibt, dieses Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz. Und der Name ist wirklich Programm. Informationsaustausch heißt, wenn ich mein Konto zum Beispiel in der Schweiz habe, dann habe ich jetzt ein Gesetz, nachdem die Schweizer Behörden verpflichtet sind, Informationen über dieses Konto an die deutschen Behörden zu melden. Und das geht relativ einfach, denn es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Schweizer Behörde erstmal gucken muss, wer ist der Kontoinhaber, wo wohnt der in Deutschland, welches Finanzamt ist da zuständig. Das läuft ganz einfach so. Die Schweizer Behörde meldet das Ding an eine zentrale Stelle in Deutschland. Und diese zentrale Stelle ist, wie es auch der Name Programm ist, das Bundeszentralamt für Steuern. Die sitzen in Bonn. Das ist eine Behörde, bei der zentral alle Meldungen aus dem Ausland eingehen über diese ausländischen Konten von Leuten, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder aus welchen Gründen auch immer ihre Steuern hier erklären und bezahlen sollen. Ja, und welche Länder zählen jetzt genau dazu? Sind da alle Länder auf der ganzen Welt dabei? Kann das sein? Nicht ganz. Auch hier, Bundesfinanzministerium hat eine Liste dazu veröffentlicht. Nochmal unten in der Videobeschreibung sehen Sie das. In diesem BMF-Schreiben, ich habe es hier mit dabei, Sie müssen ein bisschen blättern. Das fängt an mit ein bisschen Corona-Sprache, Seite 1, Seite 2 und Seite 3 auch noch ein bisschen. Und dann kommt's. Da finden Sie eine Liste von Ländern, für die das gilt. Feinsäuberlich, alphabetisch. Und wir schauen uns mal an, wer da so zum Beispiel draufsteht. Das fängt an mit Andorra, geht weiter, Australien, Bahamas. Wir haben Costa Rica mit dabei, Jersey, die Cayman-Inseln, Monaco natürlich. Dann haben wir dabei Neuseeland, Österreich ist auch dabei, Vanuatu ist auch dabei, Zypern und am Schluss noch ein bisschen Schlusstext. Das ist die Länderliste von den Konten, die am Informationsaustausch über die Finanzkonten mitmachen. Ja, und was ist jetzt das Besondere an der ganzen Sache? Das wiederum finden Sie, wenn Sie zurückblättern in diesem BMF-Schreiben. Das steht direkt auf der allerersten Seite. Das ist das, was ich vorhin mit der Corona-Sprache meinte. Dieses Gesetz, das gibt es schon ein paar Monate. Und durch Corona-Zeiten ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Deswegen verschafft aktuell der Bundesfinanzminister der ganzen Sache ein bisschen mehr Zeit. Diese Länder, die alle an das Bundeszentralamt in Bonn melden müssen, die haben jetzt bis Jahresende Zeit dafür. 31.12.20 ist der Stichtag. Bis dahin müssen in Bonn alle Meldungen eingegangen sein. Und von Bonn aus werden die Informationen dann verteilt an alle deutschen Finanzämter. Moment mal, werden jetzt viele sagen, das kann ja wohl nicht sein. Wo bleibt denn da das Bankgeheimnis, das Steuergeheimnis? Und irgendwo der Datenschutz, meine ganzen Rechte, wo bleiben die da eigentlich?
Das sind viele Bedenken, die es da gibt, auch in Berlin, gegen diese Umsetzung von dem Gesetz. Und deswegen gibt es auch mittlerweile parlamentarische Anfragen, auch in Berlin. Die sind aber alle Verschlusssache. Denn natürlich, das ganze Ding hat ein paar Tücken und auch ein paar Lücken. Wenn die aber öffentlich werden, klar, dann sind natürlich die Lücken auch für diejenigen, die sie ausnutzen wollen, öffentlich. Und deswegen ist das alles Verschlusssache. Das heißt, alles, was an parlamentarischen Anfragen in Berlin zu der Nummer kommt, wird vertraulich beantwortet. Und warum ist das so? Ganz klar, OWD, Olaf will das. Das ist die klare Ansage aus dem Bundesfinanzministerium. Und deswegen haben wir relativ wenig. Wir kennen dieses Bundesfinanzministeriums Schreiben. Das ist öffentlich vom 1. Juli 2020. Wir kennen die Liste von Ländern, die da mitmachen. Aber wir kennen nicht die Details. Wir kennen auch nicht die datenschutzrechtlichen Bedenken gegen die ganze Nummer. Thema Bankgeheimnis, Thema Steuergeheimnis. Fakt ist, bis Jahresende macht eine ganze Reihe von Ländern mit und tauscht mit dem zentralen Finanzamt in Deutschland. Das ist dieses Bundeszentralamt für Steuern. Mit diesem Amt tauschen die Länder, die auf der Liste vom Bundesfinanzministerium stehen, Informationen über die Auslandskonten von deutschen Steuerpflichtigen aus. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was sollte ich jetzt machen? Sollte ich jetzt in meiner Steuererklärung dem Finanzamt schon proaktiv sagen, Leute, ich habe da ein Auslandskonto und ich habe da auch Zinsen eingenommen, Kapitalerträge, alles Mögliche, was ich jetzt hier bei der Steuer angebe? Oder sollte ich besser nichts sagen? Wie war das eigentlich in der Vergangenheit? Da war doch so eine Rubrik in der Steuererklärung. Das stimmt auch. Wir hatten in diesem Formular, wo vorne drauf bei jeder Steuererklärung mein Name, meine Adresse steht, da hatten wir früher eine Zeile. Ich habe das auch mal mitgebracht und blende es hier auch mal ein. Das war auf der Unterschriftseite. Da gab es eine Zeile Nummer 99 mit einer Frage vom Finanzamt zum Thema mit diesen Konten. Da fragt das Finanzamt, unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland? Fragezeichen. Und die Antwort war 1 ist gleich Ja, 2 ist gleich Nein. Noch weiter früher gab es auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, keine Angabe. Bestand da im Endeffekt auch, weil ich musste diese 1 oder 2 nicht eintragen. Die ganze Nummer ist aber weggefallen. Und genau deswegen, weil eben dieses neue Gesetz zum Finanzkonten-Informationsaustausch jetzt da ist. Deswegen muss ich das in der Steuererklärung direkt nicht mehr angeben. Klar erwartet das Finanzamt, dass ich meine Auslandskonten angebe. Wenn ich es nicht tue, sollte ich mal einen Blick in diese Liste reinwerfen, ob das Land, in dem ich mein Konto habe, zu den Ländern gehört, ja, wo ich auch schon mal war und ein Konto eröffnet habe. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Denn die ganzen Bedenken, Datenschutz, Bankgeheimnis, Steuergeheimnis, die sind ja nicht einfach aus der Welt geschafft, nur weil das eine Verschlusssache in Berlin ist. Ich halte natürlich weiter auf dem Laufenden, auf dem Kanal, wie das mit der Nummer weitergeht. Wollen Sie es nicht verpassen, dann lassen Sie hier unten gerne ein Abo da. Hören Sie auch gerne in den Podcast zu dieser Sendung nochmal rein. Ich habe es hier unten verlinkt, wo Sie den Podcast finden. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen, oder zwischendurch, wenn es wieder was Brandaktuelles zu berichten gibt. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Ciao.